Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei FIFA Ultimate und es geht weiter mit unserer Mannschaft. Wir haben sie wieder zu, also ich habe sie zurück aufgestellt. Am Ende der letzten Folge war sie durcheinander, weil wir einen Auftrag erledigen wollten und ich habe wieder alles rückwirkend umgebaut. Wir sehen ein großes Problem bei uns, das ist einfach die Chemie stimmt überhaupt nicht. Wir haben hier Zuspiele, die nicht so richtig gut sind. Also Verbindung, ne? Wir sehen das. Begründung ist ja einmal Nationalität und Liga. Denn es ist grün, ne? Wir sehen es hier. Beides deutsche Spieler, beides in der Bundesliga. Es ist grün. Stimmt nur eins von den beiden? Ist es eine gelbe Verbindung? Stimmt das, weder das eine noch das andere. Es ist eine rote Linie. Und hier, wir haben hier zum Beispiel bei, ja, Moisander, wir wissen, das spielt in der Bundesliga bei Bremen. Da noch eine gelbe Verbindung, aber hier hört sie noch auf, weil hier stimmt beides nicht. Und leider müssen wir feststellen, dass unsere Mannschaft sehr gemischt ist, auch mit guten Spielern. Aber ja, wir haben 2500 Münzen und die beiden bleiben noch vier Spiele. Also ich meine Kagawa und Tolisso damit. Und dann haben wir auf jeden Fall das Geld dafür, um die zu ersetzen. Und das machen wir durch vernünftige Spieler aus der Bundesliga. Mit deutscher Nationalität am besten, aber zumindest Bundesligaspieler. Und wir sehen aber, dass die Tendenz geht ja dahin, dass man eigentlich fast so eine Nationalmannschaft sich zusammenbaut. Ja, ist eigentlich ein bisschen blöd, finde ich das. Aber gut, die meisten Spieler müssen passen. Einsteiger auf, okay. Also, die nächsten Aufgaben stehen fest. Wir müssen den ersten Austausch. Ich schließe eine Squad-Build-Challenge ab. Details, in The Food gibt es einen Puzzle-Modus. Die Squad-Bilden-Challenge, Meister-Challenge und tausche Spieler, die du nicht mehr brauchst, gegen Belohnung ein. Das ist, klingt interessant. Ich habe jetzt einige auf dem Transfermarkt, hätte ich mal sammeln sollen. Squad-Building-Challenge, okay. Willkommen bei SBC. SBC, klingt langweilig. In dieser Modus stellt deine Teamaufbaukünste auf die Probe und bietet exklusive SBC-Belohnung. Okay, bin mal gespannt, was das wohl ist. Tausche deine Spieler, hol dir tolle Belohnungen. Tausche Spieler deines Vereins dauerhaft, um Challenge abzuschließen. Dafür gibt es tolle Boni, zum Beispiel Objekte, die du nur in Squad-Building-Challenge beholen kannst. Ah, okay. Dann, neue Challenge werden immer wieder veröffentlicht. Nutze die Begleit-App für Mobilgeräte. Okay, dann kriegen wir auch da vielleicht Bescheid. Legen wir los. Lege mit deiner ersten Squad-Buildings-Challenge-Gruppe los. Schließe alle Challenge der Gruppe ab, um dir die Gruppenbelohnung zu sichern. Behalte deine Gruppe Fortschritt im Auge. Also, wir müssen gucken. In der Gruppe, ja, Premier League. Ne, wir fangen einfach hiermit an. Wir legen los. Wahrscheinlich wird uns da ein bisschen was erklärt. Und erster Austausch. Tausche einen Bronzespieler deines Vereins gegen ein Bronze-Bonus-Paket. Ja, das ist ja in Ordnung. Das kriegen wir hin. Team selbst aufbauen. Wenn du da eine Mannschaft erstellen möchtest, kannst du den Assistenten nutzen, um dir bei der Auswahl von Assistenten nutzen. Spielerqualität, genau Bronze. Mannschaft aufbauen, okay. Ja, der Torhüter, das ist ja natürlich... was? Och nö, Leute, ich such doch... Vor allem, warum sind nicht alle denn da, ne? Das ist natürlich, haben wir die Top-Mannschaft hier und Escape. So, nochmal. Assistent. Spielerqualität Bronze. Ja, das hat er gut geschafft. Wir müssen auf jeden Fall... Aktion, so, Spieleraustausch, warte mal, Aktion, mein Verein, in meinem Verein, ach, der ist jetzt weg, so, jetzt können wir gucken, und wir suchen, ja, super, genau, so, ein Bronze-Torwart, wir nehmen den hier, den brauchen wir auf gar keinen Fall, den kriegen wir da ja hin, und dann ist er schon mal da, dann Innenverteidiger, auch das, Assistent, wir wählen den aus, oder Aktion, nee, ach, das ist gesperrt. Okay, ja, das ist schon alles. Auswahl, absenden. Team absenden, das heißt, ach so, wir senden das Team los. Müssen wir wirklich absenden, alle Spieler der Stadt werden dauerhaft aus deinem Footverein entfernt. Jo, senden wir weg. Glückwunsch, Belohnung holen, jawohl. Vier Bronze, da kann auch ein Spieler dabei sein. Soll uns erstmal egal sein.
Ich bin mal gespannt, vielleicht sollen wir doch ein paar Spiele erstmal weglegen, bevor wir die mal verkaufen, um die Challenge zu schaffen. Aber gut, was haben wir davon, ne? Ja, nicht so viel. Ein Manager nochmal, einen englischen Manager, auch nicht schlecht. Ja, plus 1 Fitness. Warum auch immer das ist, vielleicht können wir noch Personal einstellen. Ich habe keine Ahnung. Wir behalten alles einfach mal. Und ja, sind wir wieder zurück. Zweiter Schritt. Tausche 3 Spieler mit 12 Chemie gegen ein Bronzepaket. Und der dritte Schritt ist dann, tausche 4 Clubspieler mit 3 verschiedenen Nationen gegen ein Bronze-Silber-Paket. Ja, das können wir auch hinkriegen. Gar kein Problem. Team selbst aufbauen. Das ist besser. Und diesmal müssen wir uns dort auf diese Position. Und ich habe ja keinen Torwart mehr. Nee, das ist gesperrt. Innenverteidiger. Sollen wir Spieler hinzufügen? Verein durchsuchen. Und wir haben da zum Beispiel diesen hier, ne? Engländer, das ist doch gar überhaupt, tut nicht weh. Und der andere ist natürlich auch gleich dran, weil ja, wir brauchen den auch nicht. Spieler durchsuchen. Mein Verein und auch der Innenverteidiger hier kommt weg. Und bei ZDM müssen wir auch mal gucken. Ne, das war jetzt falsch. Durchsuchen, mein Verein. Ja, nehmen wir den. Dann haben wir. Muss noch was erfüllt werden. Mindestens 12 Chemie, siehste. Ich habe 2 Engländer dabei. Wundervoll. Und absenden. Alle Belohnung, also alles erledigt. Abbrechen. Zweiter Schritt. Team, jawohl. Das war auch das. Die Belohnung bekommen wir. Wir können sie erstmal einlösen gleich. Einen Spieler bekommen wir auf jeden Fall mit dabei. Ein seltener vielleicht sogar, oder was das da war. Und, ja. Von RB Leipzig oder in Salzburg. Ich weiß es nicht. Haben wir Ähnlichkeit, aber ein rechter Verteidiger, den wir auch nicht benötigen. Behalten wir natürlich. Und was ist dabei? Ein Riesenpaket ist es, ne? Also, ja, doch. Spielerheilung ist damit bei. Spielerverträge. Wir haben nochmal Fitness. Ich weiß gar nicht, ob das ist doch einfach ein Fitnesstrainer vielleicht. Müssen wir mal gucken, wo die nochmal später mal eine Rolle spielen. Wir übernehmen einfach alles. Und haben wieder neue Spieler, die man wieder benutzen könnte zum Verkaufen. Und was haben wir da noch? Tausche 4 Clubspieler mit 3 verschiedenen Nationen gegen eine Bronze-Silber-Paket. Okay, 3 verschiedene Nationen, Team selbst aufbauen. Das kriegen wir eigentlich wohl hin. Und diesmal ist es im Angriff. Ist aber kein Problem. Suchen. So, das geht schnell. Und dann wird schon mal, zum Beispiel den habe ich ja nur einmal. Also den nehmen wir schon mal. Den Zom. Und das ist ja auch, hier ist es ja eigentlich so, dass man immer den Schwächsten haben möchte. Also, oder sich aussucht. LM brauchen wir sowieso nicht. Das ist eigentlich ganz schön. Und da habe ich schon mal den nächsten. Jetzt hoffe ich mal, dass ich noch einen RM habe. Nicht, dass ich die, okay. Haben wir auch noch einen Chinese. Also schon alles erledigt, was wir brauchen. Na gut, dass wir die Spieler nicht loswerden. Und da müssen wir noch einen vierten finden. Und auch das kein Problem. Leider einer, der für Harmonie vielleicht noch fit wäre, aber egal. Ja. Mindestens Team Chemie 17. Ei, das ist natürlich jetzt knapp vorbeigegangen. Genau 3. Nationalitäten genau. Ach, genau 3. Das heißt, einen muss ich doppelt besetzen. Und ich glaube, dann muss ich gucken. Eieiei. Schauen wir erstmal nochmal hier nach. Suchen. Spielertausch D. Ne, da haben wir keine andere Möglichkeit oder Option. Zom, bei Zom, da müssen wir dann gucken, ob wir da vielleicht was finden. Da könnten wir zum Beispiel den noch nehmen, einen Deutschen. Dann haben wir 2 Deutsche, genau 3. Und die Chemie steigt da auch. Also ist das schon erledigt. Ne, sogar kein Problem. Gar kein Problem, Leute. Ja, absenden. Glückwunsch. Also, auch das haben wir erledigt. Willi los, abgeschlossen. Mal gucken, was wir bekommen dafür. Untauschbar. 2 Spielerpack. Okay. Jawohl, das haben wir gemacht. Und man könnte jetzt irgendwie so weitermachen, ne? Mit den anderen Dingen. Laie und ja, müsste ich gucken. Verbleibend 1 Stunde. 4 abgeschlossen. 0 von 4. Das ist natürlich. Tage 21 Premium Silberpaket. Tausche ein im Oktober erhaltenes Foot-Tausch ab hier gegen ein Premium Silber. Also das ist natürlich auch
Man kann hier viel tauschen. Also das ist ja richtig, boah, eine über Satan-Düvel. Was auch mal das ist. Premium-Silber-Paket. Top-Partien. Schließe Challenge mit Club aus dem dieswöchigen Top-Partien ab. Belohnung, okay. Also. Was auch immer das dann ist. Gruppenbelohnung. Ah, okay. Wir bekommen einen Spieler. Ah, ganz toll. LF, ja, Hazard. Das finde ich auch ganz klasse. Wenn man guckt, verbleiben 27 Tage. Hol dir prima die Spieler des Monats. Belgien. Tausche ein Team mit Spielern aus Belgien. Eieiei, also da muss man echt mal, da müssen wir jetzt mal ein bisschen sammeln. Tausche ein Team mit Premier League Spielern ein. Oh Mann. Also, ja. Wir müssen auf jeden Fall, ich würde sagen, ganz viele Spieler sammeln. Das ist das Ziel dann. Erster Austausch. Das können wir zumindest einfordern. Und das, ach hier. Bronzepaket, Bonuspaket, Gold, zwei Spielerpakete. Jo, legen wir los und öffnen erstmal die Pakete, die wir haben. Auch das hier ist natürlich ein Bronzespieler. Clark, nennen wir Clark. Schönes Lächeln und linker Verteidiger, 60er Stärke, spielt für uns absolut keine Rolle. Und wir haben hier richtig, halalalalala. 12 Spieler haben wir hier bekommen. Wir haben sogar einen Innenverteidiger von Bayern München dabei und ja, das nenne ich mal Duplikat. Also wir haben sogar einen zum Doppelt jetzt. Okay, gut zu wissen. Duplikate können wir natürlich auch behalten. Und ja. Sammeln wir mal ein, die ganze Baustelle da. Duplikat. Cool, da fragt noch mal extra. Und ich sag mal so, ja, warum denn nicht? Wenn wir denn, ne, ich sammle jetzt. Ach so, denn ein Objekt, ein doppeltes Objekt. Preisvergleich spielen. Ja, warum, W, alles zum Schnellverkauf schieben. So. Oder Objekt bestätigen. Ja, bestätigen wir. Dieser Objekt. Schnellverkauf. Jo. Jo. So, weitere Pakete. Ja, wo sind sie denn? Dann kommt dann noch die Squad. Okay. Da, das nächste. Bonuspack Gold. Ein goldener Spieler. 77, ein Stürmer von Feyenoord Rotterdam aus Dänemark. Jörgson oder so. Leider, ja, auch etwas unpassend für uns. Naja. Spielerverträge, noch ein paar Wappen und trotzdem nehmen wir den mit, weil wir ja eventuell dann diese Tauschaktion ja machen können. Objekte bestätigen. Stürmer 77 in Dänemark. Und zwei Spielerpack. Erhalte zwei Spieler. Einer davon ist selten. Und da bin ich mal gespannt, was uns da jetzt aus vor die Tüte fällt. Oder außer Tüte fällt. Und der seltene Spieler heißt Spanier, ZM. Ander Herrera, sagt mir nichts persönlich, von Manchester United, 82 ZM. Und so wie es aussieht, ist es unser Spieler. Das ist natürlich gut. Kann also dann ein Kagawa ersetzen. Und ein Stürmer, Mitroglou. Ich habe mal gehört, der war mal in Bremen im Gespräch und dementsprechend sagt mir der Name etwas. Allerdings, wir sehen auch französische Liga, Grieche. Ja, nicht so schön. Was heißt nicht so schön? Können wir benutzen, gebrauchen. Und wir machen weiter mit dem mit der Zentrale hier. Wir können ja einfach da erstmal ganz gezielt Einsteigeraufgaben noch machen und gucken mal, was das letzte ist. Squad Battles. Spiele eine Squad Battle Partie. Details. Absolviere eine Partie im Squad Battle Modus. Für jede gespielte Partie erhältst du Punkte. Je mehr Punkte du in einer Woche sammelst, desto bessere Boni kannst du abräumen. Ja, wir machen einfach diese wöchentliche Wettkampf. Weiter. Ja, jetzt ist er gerade so eingefroren. Ich hoffe, dass das jetzt nicht weiter tragisch ist und wir gleich einfach weiterkommen. Ich kann es immer vorlesen. Tritt in den Squad Battles gegen Teams aus aller Welt an. Spiele in diesem Einzelspieler-Modus die ganze Woche lang. Was? Die ganze Woche lang möglichst viele Partien, um in der besten Liste aufzusteigen und die Belohnung zu holen. Ja. Ist auch kein Problem. Escape.
Okay, ich hoffe, dass das überhaupt noch aufgenommen wurde. Die ganze, jetzt ist wieder in Bewegung drinne und die Verbindung wurde unterbrochen. Melde dich erneut an, um auf Online-Features zurückzugreifen. Weitere Infos unter. Ja, Verbindungsprobleme zum Server ist natürlich auch nicht so toll. So. Okay. Jetzt geht's weiter. Neue Anmerkungen. Einsteigerduell. Und dann machen wir gleich im Anschluss eine komplette Partie. Und in dieser Folge halt leider nur ein paar neue Sachen. Ja, den ersten Austausch da gemacht mit den Gruppen. War ja auch was Interessantes. Habt ihr jetzt auch was gesehen, was neu ist? Und dann im nächsten Spiel eine Squad Battle. Zum ersten Mal werde ich es machen. Und dann kriegen wir wieder eine Belohnung. Ich bin gespannt, welche Spieler da diesmal rausploppen. Hoffentlich mal ein paar, die so ein bisschen zu unserer Mannschaft passen. Also das heißt, Bundesligaspieler oder deutsche Spieler. Das ist ja so das Ziel, was ich brauche, leider, um die Chemie nach oben zu kriegen. Ich weiß noch nicht, wie sich das auswirkt, die Chemie, auf den Spielverlauf. Aber Tagesaufgaben oder Wochenaufgaben sind natürlich auch noch zu machen. Oktoberfest. Ich weiß gar nicht, was wir bekommen, ne? Kriegt man eigentlich nur erst was. Und erhalte das Oktoberfest-Trikot. Okay. Ja, es gibt hier natürlich Belohnungen. Der hier wäre natürlich Star im Blickpunkt. Triff bei 5 separaten Revival-Siegen in einem Serie A-Teamspiel. Also, ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn man, also hier sieht man, was man bekommt. Oktoberfest-Trikots sind ja nicht so die tollen Dinge. 11 Spiele. Absolute 11 Spiele. Und dann bekommen wir. Ich weiß nicht was, also wer spiele und erhalte ein Gold-Team-Fitness-Objekt. Okay, also so eine Kleinigkeit, die man hier gewinnen kann. Und ja, Serie A-Torschütze wäre auch noch eine Möglichkeit, aber machen wir hier weiter. Und dann haben wir willkommen, achso, Spieler. Dann muss ich da wieder durch. Nee, willkommen, achso, das habe ich schon erledigt. Wahrscheinlich ist es dann vorbei. Ne? Mal gucken, ob wir weitere Sachen bekommen, machen können. Na gut. Zumindest haben wir dann die neuen Aufgaben, dieses Quad zum Beispiel dann als Ziel, sagen wir mal so. Ne? Okay, Champion Challenge. Hier gibt es so viele Möglichkeiten noch. Alles lernen wir kennen. Ich bedanke mich mal wieder mal fürs Zuschauen und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und schönen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.